ihr Lieben, das ist jetzt der zweite Teil von meinem Bücherregal-Video. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr mal hier klicken. da findet ihr den ersten Teil. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dran bleibt. Und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Hier haben wir jetzt das erste Regalbrett. Und da sind ganz viele schöne Bücher dabei. Das ist aber auch eine bunte Mischung. Also es ist viel Fantasy und Dystopie dabei. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Und wir fangen an mit der Shatter Me Trilogie. Ich fürchte mich nicht von Tahereh Mafi. Rette mich vor dir, auch von Tahereh Mafi. Und ich brenne für dich, auch von Tahereh Mafi. Das ist eine tolle Reihe. Den letzten Teil habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber bald vor. Und ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Die Stadt der verschwundenen Kinder von Cara O'Brien. Und Der Weg der gefallenen Sterne, auch von Cara O'Brien. Staying Strong von Demi Lovato. Und dann noch Schattentraum hinter der Finsternis und Schattentraum mitten im Zwielicht von Mona Kasten. Das ist eine ganz, ganz tolle Reihe oder Trilogie soll es ja werden. Schaut es euch auf jeden Fall mal auf Amazon an, wenn es euch interessiert. Ich kann es auf jeden Fall total weiterempfehlen. Dann haben wir noch The Elite von Kiara Cass. Das ist die Selection-Reihe. Den ersten Teil habe ich auf meinem Kindle. Dann haben wir noch The One, auch von Kiara Cass. Und The Here oder The Hair oder wie auch immer man dieses Wort aussprechen soll, auch von Kiara Cass. If I Stay von Gail Forman, was mir jetzt nicht so wirklich gut gefallen hat. Looking for Alaska von John Green, was im Deutschen eine für Alaska ist. Hier haben wir jetzt noch den Maze Runner Schuber von James Dashner. Einmal die Auserwählten im Labyrinth, die Auserwählten in der Brandwüste und die Auserwählten in der Todeszone. Frostkuss von Jennifer Estep, das ist der erste Teil der Mythos Academy. Und Frostfluch, das ist der zweite Teil. Evermore von Alison Noel, die Unsterblichen. Nightmares, der Schrecken der Nacht von Jason Segel und Kirsten Miller. Und Throne of Glass, die Erwählte und Throne of Glass, Kriegerin im Schatten. Beide von Sarah J. Maas. Auch eine ganz, ganz tolle Reihe. Hier geht es weiter mit ein paar meiner Hardcovern und die gehören auch teilweise zu meinen liebsten Buchreihen und Büchern. Es geht los mit der Bestimmung. Die Bestimmung von Veronica Roth. Die Bestimmung Tödliche Wahrheit. Und die Bestimmung Letzte Entscheidung. Elixier von Hilary Duff. Silber, das erste Buch der Träume und Silber, das zweite Buch der Träume, beide von Kerstin Gier. Ist eine ganz, ganz tolle Trilogie. Der dritte Teil kommt bald raus und den werde ich mir dann auch sofort holen. Die fünfte Welle von Rick Yancey. Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefvater, das lese ich zurzeit und sobald ich was dazu sagen kann, erfahrt ihr das natürlich. Eins meiner liebsten Cover, Onyx, Schattenschimmer von Jennifer L. Armentrout. Der vierte Teil der Night School-Reihe von CJ Doherty. Allgemein, die Reihe Night School ist so ein kleiner Geheimtipp, weil das ganz, ganz viele nicht kennen, leider. Obwohl die Reihe wirklich total toll ist. Und jetzt kommen wir zu meiner liebsten Trilogie oder überhaupt Reihe. Nach Harry Potter natürlich. Und zwar sind es die Chroniken der Schattenjäger. Einmal Clockwork Angel von Cassandra Clare. Clockwork Prince von Cassandra Clare. Und Clockwork Princess von Cassandra Clare. Wirklich total toll. Oh mein Gott, bitte lest alle diese Reihe. Es ist wirklich so unfassbar gut. Von derselben Autorin habe ich jetzt hier noch die Chroniken der Unterwelt, City of Bones, City of Ashes und City of Glass. Dann geht es jetzt mit dem nächsten Regalbrett weiter. Das ist auch wieder mal alles ganz bunt gemischt. Wir haben hier einmal Bis zum Ende der Nacht von Stephanie Meyer, Magisterium von Holly Black und Cassandra Clare, Plötzlich Fee Sommernacht von Julie Kagawa. Eine für vier der zweite Sommer, was früher auch mal meine Lieblingsreihe war. Und eine für vier aller guten Dinge sind drei. Hier habe ich jetzt 2084 von Jo Steingaarder, Noras Welt. Was ihr absolut nicht lesen solltet, das ist nämlich total schlecht. Und als kleinen Kontrast habe ich hier dann Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green, was wirklich jeder gelesen haben sollte. Dann haben wir Tintenherz von Cornelia Funke. Und Tintenblut, auch von Cornelia Funke. Eden Academy, Du kannst dich nicht verstecken, von Lauren Miller. Mit dir an meiner Seite von Nicholas Sparks. Der kleine Hobbit von J.R.R. Tolkien. Magical von Alex Flynn. Liebesbriefe großer Männer von Sabine Anders und Katharina Meyer. I Heart New York von Lindsay Kelk, was ich aber irgendwie ein bisschen langweilig fand. Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Die Erzählungen von Franz Kafka, Der Prozess von Franz Kafka, Samantha, eine Geschichte über Freundschaft von Sergio Bambaren, Die Zeit der Sternschnuppen, auch von Sergio Bambaren, Stella, ein Weihnachtsmärchen, auch von Sergio Bambaren und Der träumende Delfin, auch von Sergio Bambaren. Allgemein sind die Bücher von dem Autor wirklich total empfehlenswert. Die sind auch nur ganz, ganz dünn, wie ihr seht. Und ja, die hat man echt schnell durch und die sind so wunderschön. Und hier habe ich jetzt noch zwei Bücher von Nicholas Sparks. Einmal Zeit im Wind, was mein absolutes Lieblingsbuch von ihm ist.
und Für immer der Deine. Hier haben wir jetzt ein Regalbrett, was eigentlich ausschließlich aus Thrillern besteht. Also ja, mit noch einer oder zwei kleinen Ausnahmen. Wir haben hier einmal ein kleines Glas, wo ich immer ganz tolle Erinnerungen vom ganzen Jahr aufschreibe und die dann reinwerfe. Und am Ende vom Jahr schaue ich rein und dann freue ich mich darüber. Dann haben wir die einzige Ausnahme in dem Regal, nämlich 4 Seiten für ein Halleluja von Hans-Peter Röntgen. Das ist ein Schreibratgeber und der ist wirklich total super. Also kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen. Der Schwarm von Frank Schätzing. Whisper von Isabel Abedi, Stephen King, Das Leben und das Schreiben und Stephen King, Der Anschlag. Paganinis Fluch von Lars Kepler, Dem Tode nah von Linwood Barclay. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Autor und Ohne ein Wort habe ich auch, aber das habe ich im Moment verliehen, aber das müsst ihr unbedingt lesen, wenn ihr auf Thriller steht. Kein Entkommen von Linwood Barclay, Frag die Toten von Linwood Barclay und In Todesangst, auch von Linwood Barclay. Das verlorene Symbol von Dan Brown, Inferno von Dan Brown, Sakrileg, Illuminati, Meteor und Diabolus. Hier haben wir jetzt mein vorletztes Regalbrett. Das sind eigentlich ganz viele Sachen von Goethe und auch allgemein ein paar Klassiker und von Reklam und von der Uni einfach ein paar Sachen. Aber lasst euch einfach überraschen. Maria Stuart von Schiller, Der Kübelreiter, ein Hungerkünstler und noch ein paar andere Erzählungen von Franz Kafka, Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt, Schachnovelle von Stefan Zweig, Homo Faber von Max Frisch, Andorra von Max Frisch, Dantons Tod von Georg Büchner, Seltsame Materie von Theresia Mora, das sind verschiedene Erzählungen, die ein bisschen verstörend sind, Peter Höck, Der Frau und der Affe, Hunger von Knut Hamsun, was ihr unbedingt lesen müsst, das Buch hat mein Leben verändert, das ist richtig, richtig toll, Die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht, das hier sind jetzt einfach ein paar Lektüre-Schlüssel noch aus meiner Schulzeit, einmal die Iphigenie auf Tauris, Emilia Galotti, Antigone und die Judenbuche. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Reklamheftchen. Da hätten wir einmal Den jüngsten Tag von Ödön von Horvath, Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff, Antigone von Sophokles, Das Amulett, das mich in der 7. oder 8. Klasse so verfolgt hat, von Konrad Ferdinand Meyer, Das Schiff Esperanza von Fred von Hörschelmann, das habe ich natürlich sehr schön angemalt damals, Unruhige Nacht von Albrecht Goes, Das Gold von Caxamalca von Jakob Wassermann, Fräulein Julie von August Schrindberg, Emilia Galotti von Lessing, was ich wirklich sehr, sehr gemocht habe und immer noch mag, Die Iphigenie auf Tauris von Goethe, Die Traumnovelle von Arthur Schnitzler und Die Poetik von Aristoteles. Hier habe ich noch den Aeneas-Roman von Heinrich von Feldecke, den lese ich auch zur Zeit, da habe ich noch ein bisschen was zu tun, und den Helmbrecht von Werner der Gärtner. Die ganzen grünen Bücher, die ihr jetzt hier seht, das sind alles die Bücher von dem Goethe-Schuber, den ich euch im ersten Teil gezeigt habe. Band 1, Gedichte und Epen. Band 2, Gedichte und Epen 2. Band 3, Dramatische Dichtungen 1. Band 4, Dramatische Dichtungen 2. Band 5, Dramatische Dichtungen 3. Band 6, Romane und Novellen 1. Band 7, Romane und Novellen 2. Band 8, Romane und Novellen 3. Band 9, Autobiografische Schriften 1. Band 10, Autobiografische Schriften 2. Band 11, Autobiografische Schriften 3. Band 12, Schriften zur Kunst und Literatur, Maximen und Reflexionen. Band 13, Naturwissenschaftliche Schriften 1. Und zu guter Letzt Band 14, Naturwissenschaftliche Schriften 2, Materialien und Register. Hier unten ist jetzt eigentlich nichts Besonderes mehr. Das sind nur noch ein paar Ordner für die Uni und für die Arbeit. Und ja, hier sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten von der Uni, die kann ich euch jetzt auch noch schnell zeigen. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt von Umberto Eco. Deutsche Grammatik, das habe ich noch aus der Schulzeit und dachte, ja, das kann mir im Deutschstudium vielleicht nicht schaden. Das Mittelalter von Johann Eisenmann. Das mittelhochdeutsche Taschenwörterbuch von Matthias Lexer. Grundriss der Literaturwissenschaft von Stefan Neuhaus. Sprachwissenschaft, Grammatik, Interaktion, Kognition vom Herausgeber Peter Auer. Und hier habe ich jetzt noch so einen wunderschönen Grammatikreader zur mittelhochdeutschen Grammatik. Das war jetzt der zweite Teil von meinem Bücherregal-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mehr Büchervideos sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!